Einen kurzen Rückblick zum Konzept der HfD-Delegationsreisen. Wir haben vor etwa einem Jahr den Call zu den Delegationsreisen ausgeschrieben. Hier haben wir 5 Teams eine Förderung in Aussicht gestellt, um zu strategisch relevanten Themen im Ausland zu forschen, in Kontakt zu treten mit Kollegen im Ausland und zu aktuellen Entwicklungen und Good Practices vor allem Kontakt aufzunehmen. Langfristige Kooperationen können daraus entstehen. Gemeinsame Forschungsentwicklungen und Erkenntnisse, die für die deutsche Community von Erfahrung und von Interesse sind. Eine Förderung von bis zu 1.000 Euro pro Delegationsmitglied haben wir ausgestellt. Einige der Themen, die wir jetzt auch schon hier im Rahmen des Hangout behandelt haben, waren ein Neubau eines Innovation Centers, Learning Innovation Centers. Auch zum Thema OER war der letzte Hangout. Heute treffen wir uns zum Student as a Partners Ansatz und in Kürze wird noch die letzte Delegationsreise zum Thema der Future Skills, die in Österreich unterwegs waren, vorgestellt. Genau, für alle, die es interessiert, das Hochschulforum Digitalisierung wird auch in diesem Jahr wieder eine neue Delegationsrunde ausschreiben. Der Call wird jetzt im Rahmen des UFF zu dieser Zeit, also Anfang Juni, rund um den 5. Juni ausgeschrieben. Der Reisezeitraum wird sich dann auf das Jahr 2025 konzentrieren. Solltet ihr oder sie Interesse haben, sprechen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Die Kontaktdaten werden hinterher auch nochmal zu sehen sein. Genau, dann gebe ich gerne an die Referentengruppe ab, die jetzt ihre Einblicke aus London erzählen wird und gebe ab an dich, Nina. Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir oder von uns. Ein fröhliches Willkommen am heutigen Nachmittag, der im Zeichen des Students as Partners Ansatzes stehen soll. Wir haben uns hier drauf geeinigt und ich hoffe, das ist für euch okay, dass wir einfach das kollegiale Du verwenden. Das macht es für viele einfacher. Ich sehe hier auch schon Nicken. Dankeschön dafür. Und damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, würden wir uns als Reisetruppe einfach kurz mal vorstellen. Neben mir auf dem Bild ist Saskia. Und Saskia, wenn du einfach 2 Sätze zu dir sagst, das wäre ganz wunderbar. Ja, hallo, ich bin Saskia. Ich habe bis vor kurzem noch mein Masterstudium studiert in sozialer Arbeit und arbeite jetzt seit Anfang März Vollzeit in dem BEDIRA-Projekt an der Evangelischen Hochschule in Dresden mit Nina als Projektkoordinatorin. Genau, dann haben wir gleich Bonnie. Ja, hallo auch von mir. Ich bin Bonnie, arbeite am Weizenbaum-Institut in der Forschungsgruppe Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Teilhabe und habe meine Promotion jetzt vor kurzem abgegeben, wo ich mich auch mit der Frage beschäftigt habe, wie man studentische Partizipation in der Lehre eigentlich identifizieren und gestalten kann und war deshalb total gespannt, wie das auch in England interpretiert und gehandhabt wird. Super, genau. Der nächste im Bunde war Ronny. Genau, hallo zusammen, Ronny Röwert, mein Name. Ich darf hier ein Projektbüro des Digital Learning Campus Schleswig-Holstein leiten, also hochschulübergreifend eine Landesinitiative, wo unterschiedliche neue Lernorte entstehen. Und das hat mich auch umgetrieben, wie in UK Lernorte partizipativ entwickelt werden und auch über Hochschulgrenzen hinweg. Genau. Genau, und das letzte Teammitglied ist Franz. Ja, hallo auch von mir. Ich bin an der HafenCity-Universität in Hamburg und arbeite dort am SDG-Campus mit und beschäftige mich so wie Bonnie auch in meiner Promotion mit studentischer Partizipation und da schon eine ganze Weile mit der Frage, was können wir eigentlich von dem Students as Partners Ansatz lernen und fand das spannend, das mal zu schauen, wie wird es eigentlich konkret gelebt, nicht nur die Forschungsergebnisse dazu zu lesen. Ja, genau. Und vielleicht noch 2 Worte zu mir. Ich bin Nina und neben meiner Professur bin ich auch hochschuldidaktische Beauftragte und leite bei uns ein großes Hochschulentwicklungsprojekt, das sich mit Beziehungsarbeit an der Hochschule beschäftigt. Und dementsprechend ist Students as Partners für mich ein ganz wichtiger Ansatz, um die Hochschule der Zukunft weiterzuentwickeln. Und
Wenn du, Luisa, kurz auch mal weitergehst, dann ist das vielleicht auch noch mal das Spannende für all diejenigen, die sich ja vielleicht auch mal für so eine Delegationsreise interessieren. Also tatsächlich war es so, dass wir uns vor der Reise gar nicht so gut kannten. Wir wussten voneinander, dass wir alle irgendwas zum Thema studentische Partizipation und Students as Partners machen. Wir hatten aber im Vorfeld nie zusammengearbeitet. Und als ich mir überlegt hatte, wie könnten wir denn so ein Reiseteam zusammenstellen, also die Idee kam damals auch von mir, da fand ich das ganz inspirierend, dass wir uns eben Students as Partner aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Wir im Bidira-Projekt, wir gucken tatsächlich sehr stark über eine interorganisationale Perspektive auf Students as Partners. Das heißt, Students as Partners für uns persönlich ist ein ganzheitlicher Entwicklungsansatz für die Hochschule. Wir sind also nicht so sehr dafür, den sehr stark auf die Lehre zu verengen, sondern es geht wirklich um alle Bereiche von Hochschulentwicklung, um hier Innovationen zu schaffen. Ganz wichtig ist es natürlich aber eben auch nochmal in der Lehre zu gucken, wie kann man Lehre denn innovativ gestalten? Und da hat Bonnie ja schon gesagt, dass sie in ihrer sehr, sehr interessanten Promotion dazu gearbeitet hat. Ich kann die wirklich nur empfehlen. Das ist super spannend, sich das anzuschauen, wenn es dann auch in der Fassung vorliegt. Dann glaube ich, wird das durchschlagen. Und genauso waren aber die Kollegen Ronny und Franz für uns super, super interessant, weil sie sich eben auch mit einem eigenen Projekt studentische Partizipation vorgenommen haben, und zwar nicht so sehr auf der Ebene der eigenen Hochschule, sondern es ging eben um ein Projekt, das hochschulübergreifend studentische Partizipation befördert hat. Und ich glaube, uns allen gemeinsam ist auch, dass wir Students as Partners jetzt nicht nur in der Theorie leben, sondern dass eben gerade die Einbeziehung von Studierenden an unseren Hochschulen schon einen hohen Stellenwert hat. Bei uns beispielsweise im Bidira-Projekt durch ein eigenes studentisches Think Tank, das eben auch gleichberechtigter Projektpartner ist. Und mit all den unterschiedlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben und mit den Grenzen, die wir auch kennengelernt haben mit Blick auf das deutsche Hochschulsystem, war es für uns eben sehr spannend, mal zu hinterfragen, wie ist der Students as Partners Ansatz denn eigentlich in UK entstanden und wie wird er dort auch gelebt? Und können wir denn bestimmte Dinge vielleicht auch übertragen, beziehungsweise aus bestimmten Punkten in UK auch lernen, weil die ja doch schon viele Jahre mehr Erfahrung haben, als wir es tatsächlich haben. Und deshalb sind wir losgezogen nach London und haben unsere Reise auch, wie wir auf der nächsten Folie sehen können, versucht zu dokumentieren mit allen Inhalten, die wir so hatten. Genau, vielleicht kann jemand aus der Reisegruppe auch in den Chat nochmal den Link zu unseren Taskcards posten, denn alles, was wir heute nur anreißen können, haben wir eigentlich auf den Taskcards sehr ausführlich dargestellt. Das heißt, ihr könnt auf den Taskcards sehen, wo wir waren. Ihr könnt aber auch sehen, was haben wir dort mitgenommen. Und was besonders interessant ist, ihr könnt auch die O-Töne abrufen, die wir eingesammelt haben von den Menschen, die wir getroffen haben in London und mit denen wir zu Students as Partners gearbeitet und gesprochen haben. Und könnt nochmal eure ganz eigenen Interpretationen machen vor dem Hintergrund, vor dem ihr vielleicht mit Students as Partners arbeitet. Also dieses Board wird es auch noch länger geben, weil wir das auch immer weiter auswerten. Und man kann hieran eben, denke ich, sehr gut auch sehen, dass wir einen Schwerpunkt gelegt haben auf den Besuch unterschiedlicher Universitäten, die tatsächlich alle in London angesiedelt waren. Das hatte vor allem logistische Gründe, weil wir wenig Zeit hatten und möglichst viel unterbringen wollten. Wir haben aber auch versucht, übergreifend Eindrücke zu gewinnen, wie kann Partizipation an Hochschulen verwirklicht werden, indem wir uns beispielsweise mit GIST getroffen haben. Das könnt ihr euch vorstellen als Pendant, als Gegenpart quasi zum HFD. Allerdings noch viel, viel größer und in der Struktur nochmal sehr viel stärker ausdifferenziert. Aber eine sehr, sehr interessante Organisation, die tatsächlich hier auch Partizipation sehr, sehr ernst nimmt. Genau, und dann, Luisa, wenn du mal weitergehen kannst, würden wir direkt mal einsteigen. Und da werden sich dann auch alle anderen mit einbringen aus der Reisegruppe.
das, was vielleicht für die eine oder den anderen noch wichtig ist zu wissen, wenn man sich nicht so sehr bisher mit dem britischen Hochschulsystem auseinandergesetzt hat, ist, dass dieser Students as Partners Ansatz kein Ansatz ist, der tatsächlich aus einer intrinsischen hochschuldidaktischen Motivation heraus entstanden ist, sondern es gibt viel mehr extrinsische Gründe, die in dem neoliberalen britischen Hochschulsystem verankert sind, warum man eigentlich zu diesem Students as Partners Ansatz gekommen ist. Und federführend war da eben die britische Regierung unter Tony Blair in den 1990er Jahren, die eben dieses neoliberale System wirklich sehr stark vorangetrieben hat. Das heißt, die Hochschulen müssen sich in Großbritannien überwiegend selbst finanzieren. Genau. Und dafür haben sie Studiengebühren eingeführt, die je nach Renommee der Universität unterschiedlich hoch sind. Und über diese Studiengebühren finanzieren sie sich sehr, sehr stark. Das heißt, sie bekommen nur einen sehr geringen Anteil an staatlichen Zuwendungen. Das heißt, es ist eine Privatisierung des Hochschulsektors vorangetrieben worden, die jetzt eigentlich ihren Höhepunkt erreicht hat, nämlich durch den Brexit. Denn der Brexit hat dazu geführt, dass es heute wirklich ein sehr hierarchisches System an Studiengebühren gibt. Es wird unterschieden zwischen internal und external students, und external students zahlen wirklich bis zu 2/3 höhere Studiengebühren als die internal students. Das können dann also schon auch mal 30.000 Euro Pfund im Jahr sein und finanzieren also pro Studienplatz und finanzieren damit eben auch einen Großteil der britischen Universitätslandschaft. Und jetzt können sich vielleicht auch schon die Ersten denken, warum wir so provokant gesagt haben, Students as Partners oder Students as Customers. Wenn ich natürlich für ein System bezahle, dann gehe ich natürlich auch sowohl als Eltern, die in der Regel diese Studiengebühren bezahlen, als auch Studierende mit einer anderen Erwartungshaltung in die Studierendenlandschaft, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Und dieses Customer-Prinzip hat uns tatsächlich auch während der gesamten Reise begleitet. Das ist auch etwas, was uns sehr zu denken gegeben hat. Jetzt gucke ich aber erstmal genau in den Chat. Ich habe ihn gerade nicht auf, ob es hier auch schon die ersten Anmerkungen oder Fragen gegeben hat. Nee, okay, gut, gab es noch keine. Genau. Ich gucke mal in die Runde. Möchtet ihr noch was ergänzen zu den Rahmenbedingungen des britischen Hochschulsystems? Ich hätte vielleicht eine kleine Ergänzung. Was man natürlich immer auch merkt, das merken wahrscheinlich alle, die ins Ausland fahren, dass unser eigenes Hochschulsystem sehr föderal organisiert ist, dass alle Strukturen, die wir aufbauen, immer natürlich nur auf Landesebene sind und nie ganz groß quasi skalieren. Und aber auch den Einfluss der Politik, dass bei uns ja einfach sehr komplex auf mehreren Ebenen die Politik Einfluss aufs Hochschulsystem hat. Und so wie Nina gesagt hat, hat eben dann durchaus die Regierung in London einen riesengroßen Einfluss auf die Ausgestaltung des Hochschulsystems. Deswegen, was uns dort begegnet ist, jetzt ist ja Wahljahr in UK und jetzt haben die auch noch dieses Hop oder Top, also entweder man gewinnt in eine Region oder nicht, dieses extrem angelsächsische System, und da wartet man jetzt drauf, wer stemmt die nächste Regierung, und das hat auch große Konsequenzen für sowas wie JISC, viel mehr als fürs HFD, was im Region die sitzen, sondern was in London quasi durchschlägt, und dadurch haben eben so zum Beispiel, was auch Nina gesagt hat, neoliberale Reformen einen viel größeren Einfluss auf die Hochschulen quer übers Land und nicht nur England, sondern auch Wales und Nordirland und Schottland. Das war eben, das zog sich auch so durch die Reise durch. Ja, danke. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, auch für dieses Verständnis. Also für uns natürlich einmal föderales System. Und dann natürlich ein hoher Grad an staatlicher Finanzierung im deutschen Hochschulsystem versus neoliberal. Und das ist natürlich etwas, was ganz andere Rahmenbedingungen setzt. Wenn wir uns jetzt kurz vielleicht mal zusammen anschauen, was Students as Partners eigentlich meint auf der nächsten Folie. Ich habe ja schon gesagt, das ist wirklich ein originär angelsächsischer Ansatz, eben auch im angelsächsischen Raum mit dieser Hintergrundlogik begründet, dass man eben gesagt hat, also wenn Studierende
natürlich so elementare Player an den Universitäten im UK sind, dann müssen sie auch einen anderen Stellenwert bekommen. Ja? Dann müssen sie anders eingebettet werden in dieses ganze System Hochschule. Und dann müssen sich natürlich auch Lehrende mit Studierenden ganz anders auseinandersetzen. Und ich will die beiden Definitionen gar nicht vorlesen. Das sind wirklich die Standarddefinitionen aus den ersten Forschungen, die es eben auch zu Students as Partners gegeben hat in UK. Und das seht ihr aber auch schon, ne? Also es geht wirklich tatsächlich bei Students as Partners nicht um ein lerndidaktisches oder lehrdidaktisches Prinzip, sondern es geht wirklich um die Frage, welchen Stellenwert sollen Studierende an Hochschulen bekommen, wie werden sie einbezogen in die Hochschulentwicklung und wie geht man eben auch mit einer gewissen Serviceorientierung mit Studierenden um. Und für uns zum Beispiel ein großer Aha-Effekt bei der Recherche war überhaupt, auf alle Seiten, die wir gegangen sind, von Universitäten in UK wird sofort eine ganz andere Ansprache von Studierenden ersichtlich. Also die Service-Mentalität auf diesen Websites ist absolut groß geschrieben. Die Studierenden werden direkt angesprochen, werden sofort begeistert für die Hochschule. Es setzt sofort auch ein Werbeverhalten ein. Also warum an unsere University? Und diese Facts, die bei uns sehr gerne überwiegen, ne? Also man präsentiert sich erstmal und geht relativ bodenständig vor, das ist tatsächlich bei diesen englischen Websites oder den britischen Websites eher nicht der Fall, sondern man spricht ganz gezielt die Studierenden eben auch als Customer an. Und das zeigt auch diesen sehr, sehr hohen Wettbewerb, in dem die Universitäten in UK zueinander stehen. Denn es geht ja letztlich darum, so viele Studierende wie möglich für sich zu gewinnen, damit man dann eben auch die Finanzierung sicherstellen kann, ne? Also auch das sollte man nicht außer Acht lassen. Und gerade die sehr etablierten und renommierten Universitäten, die wir jetzt besucht haben, in diesem schmalen Zuschnitt in unserer Delegationsreise, die kämpfen natürlich ganz besonders, denn die können den hohen Standard ihrer Lehre, ihrer ganzen Hochschulcommunity auch nur aufrechterhalten, wenn sie kontinuierlich Studierende für sich begeistern können. Um es jetzt nochmal deutlich zu machen, was hat uns wirklich interessiert und auf welchen Ebenen kann man denn Students as Partners auch diskutieren und wo begegnet es uns denn und ist auch auf der Delegationsreise begegnet? Also wir haben natürlich die sehr klassische Beziehungsebene Lehre. Da geht es vor allem um aktivierende Lehre. Ja, also wir beschreiben das in unserem Projekt als Glaubwürdigkeit in Lehr-Lern-Bindungen. Das heißt, Students as Partners in der Lehre geht eigentlich davon aus, dass es zu einem Rollenwechsel kommt, dass nämlich Lehrende vielmehr in die Rolle von Moderatorinnen wechseln und Studierende anleiten, zu eigenständigem Lernen, zu einer forschenden Haltung auch im Lernen und mit ihrer Expertise bereitstehen, die auch einbringen, aber die quasi auch nicht ausschütten oder überschütten über die Studierenden, sondern sie eben kontinuierlich mit einfließen lassen. Also diese sehr traditionelle Rollenhierarchie, die wir in Deutschland kennen, ich kenne sie wirklich noch sehr, sehr gut aus meinem Studium damals, also die professorale Ebene versus die studierende Ebene, die ist so nicht mehr existent in diesem Students as Partners Ansatz. Und das ist eben auch durchaus etwas, wo wir auch in UK gelernt haben, das verursacht nicht nur Begeisterung unter Lehrenden. Also das ist sicherlich etwas, was man teilen kann. Das habe ich hier in Deutschland genauso erlebt. Denn viele Lehrende hadern auch mit dieser neuen Rolle der Moderatorin oder des Moderators und sehen sich eigentlich schon damit konfrontiert, damit auch so ein bisschen ihren professionellen Habitus des Lehrenden ja wegschwimmen zu sehen und fragen sich natürlich auch, in welche Rolle kann ich denn wechseln, in der ich mich auch gut fühle und wo ich nicht nur das Gefühl habe, Studierenden entgegenzukommen und jetzt irgendwie auch die Anforderungen der Studierenden zu erfüllen, sondern mich selbst auch wiederzufinden. Also welchen professionellen Habitus kann ich denn mit Students as Partners entwickeln? Das war eine Frage, die wir sehr, sehr viel auch mit den Kolleginnen und Kollegen in UK diskutiert haben und wo es überhaupt keinen One Best Way gibt. Ja, also das hat mich dann doch auch wieder erleichtert,
dass alle damit hadern und alle auf der Suche sind und dass man sich da gegenseitig einfach auch beraten muss. Die Beziehungsebene Lehrentwicklung, das ist etwas, was sehr, sehr stark ausgeprägt ist in UK und was für uns wirklich nochmal ein sehr reichhaltiger Erfahrungsschatz war, nämlich erstens diese sehr starke Lerntypenorientierung, die es dort gibt. Das heißt, die Curricula sind auch lerntypenorientiert aufgebaut. Es muss unterschiedliche didaktische Formate geben, die tatsächlich alle Lerntypen mitnehmen. Ich weiß, dass wir eine treffliche Diskussion darüber führen, ob es überhaupt Lerntypen gibt. Auch das ist ja immer wieder umstritten. Aber dass Menschen unterschiedlich gut mit visuellen, audiovisuellen oder verschriftlichen Dingen umgehen, ich glaube, das ist unter uns auch unumstritten. Und insofern ist diese Anreicherung von Lernmaterialien natürlich etwas, was sehr, sehr spannend ist zu beobachten. Übrigens auch etwas, was JISC sehr, sehr stark in UK vorantreibt. Und was auch für uns sehr ergiebig war, waren die Feedback-Kulturen, die wir dort gefunden haben. Und da würde ich jetzt einfach vielleicht auch nochmal an die anderen aus der Gruppe weitergeben. Die Feedback-Kulturen haben uns ja wirklich sehr begeistert. Vielleicht möchtet ihr kurz mal erzählen, was eure Eindrücke auch dazu waren. Sonst starte ich einfach mal. Genau, mich hat vor allem begeistert, wir haben uns auch mit Studierenden getroffen und mich hat da vor allem begeistert, was für einen Einfluss oder was für Feedback auch die Studierenden an die Lehrenden regelmäßig geben können und das halt nicht nur einmal am Ende des Semesters mit Evaluationsbögen, die auch nicht in allen in allen Seminaren dann ausgegeben werden, sondern halt auch zwischendurch, dass sie sagen können, wenn sie beispielsweise einen zu hohen Workload haben, dass der dann abgebaut wird und dass da halt wesentlich mehr Feedback also untereinander auch stattfindet. Genau, ich kann auch noch gern ergänzen. Also das, was Saskia gesagt hat, fand ich auch sehr beeindruckend, wie die Studierenden das ganz als normal sehen. Aber nicht nur unter Studierenden, wir waren am King's College am ersten Tag und da haben wir mit einer Dozentin gesprochen, die uns berichtet hat, dass auch Dozierende sich gegenseitig Feedback geben. Also wenn die zum Beispiel Hausarbeiten bewerten, dann geben sie es nochmal an die Kolleginnen, den Kollegen und die sagen, ob das Feedback, was sie in der Hausarbeit den Studierenden geben, konstruktiv ist und gut formuliert, sodass jeder daraus auch was mitnehmen kann. Auch das fand ich eine Besonderheit, wie viel Zeit da auch noch mal extra eingeräumt wird. Genau, was ich an der Stelle noch wichtig fand, wir haben vorhin schon kurz über Neoliberalismus gesprochen, aber das ist ja was, diese Feedback-Kultur, dieses Miteinander, sich gegenseitig Peer-Feedback geben bei den Lehrenden, die Studierenden können was an die anderen zurückgeben, dafür ist ja Platz im System. Also es sind ja nicht nur irgendwie engagierte Lehrende, die in ihrer Freizeit dann einfach 2 Stunden weniger schlafen, damit sie ordentliche Studierendenfeedback ausarbeiten können, sondern wir haben da eben auch ein System, das wirklich Platz dafür lässt, beziehungsweise das auch einfordert. Also es ist nicht nur die sind so nett, die geben ordentlich Feedback, sondern es gehört halt wirklich sehr, sehr verbindlich dazu, dass es auch gut ist, dieses Feedback, also auch gut ausgearbeitet und nicht nur eine Klausureinsicht, zu der man gehen kann. Das fand ich noch sehr, sehr bemerkenswert. Für Partizipation sozusagen. Sie ist an dieser Stelle quasi verpflichtend und der Standard und nicht etwas, was mal irgendwie reinfliegt, wenn alle gut gelaunt sind. Ja, das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, diese Quintessenz nochmal zu setzen. Also das ist von vornherein eben mitgedacht. Dafür sind Zeit und Ressourcen da und das ist kein nice to have und kein add-on, sondern das ist eben der verbindliche Standard, ja, den ich auch erfüllen muss. Und dieses Peer-Feedback der Lehrenden, das ist etwas, was gerade für mich, die, glaube ich, jetzt schon sehr, sehr lange in der Lehre tätig ist und die immer wieder ermutigt, auch die Kolleginnen und Kollegen nochmal dieses Peer-Feedback zu nutzen und gemeinsam auszuprobieren und daran auch gnadenlos immer wieder scheitert, weil es doch viele, viele deutsche Kolleginnen als Einmischung in die Freiheit der Lehre beschreiben, ist das aber wunderbar gewesen zu hören, wie sehr die Lehrenden auch daran wachsen, an diesem Peer-Feedback. Ja, und wir durften nicht nur am King's College, sondern eben auch dann am Imperial College, glaube ich, war es tatsächlich, da haben wir dann eben auch in den Hörsälen Lehrende gesehen, die sich gegenseitig zugesehen haben, ne, und die einfach mal dabei waren
Und das ist so fruchtbar. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wesentliches, was wir mitgenommen haben. Diese Frage, wie können wir denn auch diese Ressentiments und diese Schranken abbauen, um gerade auch dieses Peer-Feedback bei Lehrenden nochmal ein bisschen vorwärts zu treiben und diese Feedback-Kulturen vielleicht auch in Deutschland noch ein bisschen mehr auszugestalten. Die Beziehungsebenen an sich, da kommt ganz viel rein und das wiederholt sich hier auf den Folien, nicht weil mir so langweilig war, weil natürlich Feedback-Kultur auch viel mit der Beziehungsebene macht, zwischen Lehrenden, Lernenden und überhaupt aber auch zwischen den Studierenden selbst. Das heißt, auch die Studierenden selbst werden angehalten, sich untereinander Feedback zu geben und eben sich hier auch professionell weiterentwickeln zu können. Und das ist natürlich genau das, was wir uns persönlich auch wünschen würden, dieses ko-konstruktive Lernen, also tatsächlich zu sagen, hier entsteht ein Perspektivwechsel und wir schaffen die Lernräume gemeinsam, wir entwickeln Lernräume gemeinsam weiter. Es gibt hier niemanden, der einseitig denkt, sondern es ist quasi immer ein wechselseitiger Prozess des Lernens und so aktivieren wir auch alle Beteiligten. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, weil das natürlich auch ganz wesentliche Zukunftskompetenzen weiterentwickelt, über die wir heute auch sehr, sehr stark diskutieren. Also vom kritischen Denken natürlich bis hin zu Feedback geben, aber auch Feedback erhalten und damit umgehen können, ne? Resilienz zeigen. Das sind ja auch nochmal ganz wichtige Social Skills, über die wir heute sehr stark diskutieren und die dort eigentlich, so wie Franzis gesagt hat, von vornherein mitgedacht werden, ne? Also während wir hier zusätzliche Dinge schaffen in Studium Generale Veranstaltungen oder uns überlegen, wo bringen wir das in der Lehre unter, ist dort eigentlich Standard. Sehr, sehr spannend auch zu sehen, dass auf der Beziehungsebene Studiengangs- und Curriculumsentwicklung ebenfalls es sehr interessante Entwicklungen gibt. Was wir dort erfahren durften, war, dass natürlich dieses neoliberale System auch so ausgelegt ist, dass alles in Richtung Karriereorientierung geht, was ja irgendwie auch selbstverständlich ist. Wenn ich so viele 1.000 Pfund in das Studium meines Kindes stecke, möchte ich natürlich, dass das Kind auch einen hervorragenden Arbeitsplatz bekommt und das natürlich schon in der Hochschule die Praxiskompetenzen auch mitentwickelt werden. Ich habe es hier mal Kompetenz-Performance-Diskussionen benannt, also tatsächlich, welche Kompetenzen brauche ich denn für welche Performance in der Praxis, um dann eben auch gut und überzeugend in der Praxis auftreten zu können und mich von anderen abheben zu können. Und da ist uns wirklich aufgefallen, also diese Karriereorientierung, diese Joborientierung, die ist schon im Bachelor mit angelegt. Die ist sehr, sehr stark ausgeprägt und da machen die Studierenden auch ganz eigene Projekte, um sich dann eben auch im Lebenslauf voneinander abheben zu können. Also auch hier wird Students as Partners umgesetzt. Ich gucke mal in die Runde. Wenn ihr Ergänzungen habt, bitte gerne jederzeit. Genau, und die letzte Ebene ist dann eben auch nochmal diese Beziehungsebene Hochschulentwicklung. Auch da sehr interessant, dass natürlich auch in UK die Lernraumentwicklung modern zwischen digital, vor Ort, Hybrid unterscheidet. Die Tendenz geht allerdings dort sehr stark erstmal zur Präsenzlehre zurück. Auch das im Sinne von Students as Partners ein sehr interessantes Momentum gewesen. Wenn ich eben auch so viel Geld zahle für das Studium, hätte ich gerne ein Präsenzstudium, ein Vor-Ort-Studium. Das haben tatsächlich die Studierendenbefragungen ergeben. Das haben vor allem aber auch die Elternbefragungen ergeben. Das heißt, die Eltern haben das Gefühl, dass ihre Kinder besser aufgehoben sind in einem Präsenzstudium, was wir jetzt erstmal aus den Befunden, die wir so über das digitale Studieren auch international haben, gar nicht so ableiten können, dass es tatsächlich auch ist. Aber das sind eben so die gefühlten Wahrheiten der Eltern, die eben gerade bei diesem Service-Charakter, und da sind wir eben doch wieder beim Customer-Prinzip, eine so große Rolle spielen, dass alle Lehrenden jetzt eben auch sukzessive rückbeordert wurden in die Präsenzlehre. Und dass digital eigentlich nur das Selbststudium erfolgt. Ja, also das bedeutet eben, dass digital unterschiedlichste Ressourcen vorgehalten werden, aber alles eben vor Ort in Präsenz stattfindet. Wenn man das Ganze mal gegenüberstellt, das habe ich auf der nächsten Folie nochmal getan,
dann seht ihr hier, dass viele Dinge wir sowohl bei Students as Partners als auch bei Students as Customers zuordnen konnten, weil man eben gar nicht genau sagen kann, wo hört Students as Partners auf und wo beginnt Students as Customers. Wir haben die Erfahrung gemacht, das verschmelzt sehr, sehr stark in diesem britischen Hochschulsystem. Was uns wirklich aufgefallen ist, ist im Unterschied zum deutschen Hochschulsystem, dass es eine sehr, sehr starke Fokussierung auf lehrprojektbasierte, partizipative Ansätze gibt, die eben auch im Voraus geplant werden müssen, die auch nicht ad hoc passieren. Das heißt, in den eigentlichen Lehrmodulen existiert sehr viel weniger Flexibilität für die Umstrukturierung, als wir das hier in Deutschland haben. Ganz einfach deshalb, weil die Lehrmodule schon ein Jahr im Voraus geplant werden müssen. Die Studierenden müssen auch ein halbes Jahr im Vorfeld, glaube ich, Ronny, korrigier mich, du hast dich, glaube ich, noch mal schlauer gemacht, Leselisten erhalten. Das heißt, die Lehrenden müssen Literaturlisten und alles, was sie für die Seminare zur Verfügung stellen, mit einer sehr, sehr langen Vorlaufzeit schon an die Studierenden geben, sodass dann eben auch individuelle Anpassungen total schwer möglich sind. Genau, ich gucke nochmal zu Ronny, weil der sich mit dem Punkt wirklich auch sehr intensiv auseinandergesetzt hatte. Magst du noch was hinzufügen? Nee, es ist genau wie du das sagst. Also ob man das dann im Endeffekt eine andere Form von Professionalität in der Lehre nennt, das weiß ich nicht. Aber es ist zumindest so, dass von unterschiedlichen Seiten der Raum eingeengt wird und das aber gar nicht so kritisch gesehen wird. Also das ist eben, dass wir gesagt haben, wir haben das Grundgesetz, Paragraph 5, Freiheit von Forschung und Lehre, da haben die erstmal große Augen gemacht, weil das gar nicht jetzt im Sinne von, oh toll, ihr habt das besser in Deutschland, sondern einfach nur, ja gut, aber dann muss dieser Freiraum, das hat Nina ja auch angedeutet, ja auch ausgestaltet werden. In Deutschland verstehen wir es eher als Rückzugsort und nicht als Gestaltungsfeld, wie man es auch immer gestalten möchte. In UK ist das gar nicht so, sondern da ist man einfach institutionell stark gebunden. Man ist gebunden an das, was in den Evaluationen steht, an das, was man langfristig liefern muss, an das, was die Studierenden für Erwartungen haben. Und das prägt einen dann auch ganz einfach. Aber es wird so, ist jetzt mein persönlicher Eindruck, da ist ja eine Spitze des Eisbergs, wir haben immer nur auf die Oberfläche häufig gucken können, wird aber nicht negativ direkt wahrgenommen. Vielleicht negativ, wenn man mal so ein deutsches Team da hat, dass das so challenged. Danach kommen die erst auf die Idee, oh Mensch, das wäre schon schöner, mehr Freiheit zu haben. Aber das Wir müssen ja, wenn wir über Partizipation sprechen, das ist bei dem Punkt, finde ich, wichtig, gucken, worauf bezieht sich das und wie groß ist der Handlungsspielraum? Was nützt es denn, wenn wir Feedback oder wie auch immer Rückmeldung geben? Das kann gar nicht geändert werden. Aber hier haben wir eben Ausgestaltungsspielraum, der ja die auch die Freiheit der Lehrenden im hoffentlich positiven Sinne einschränkt. So. Genau. Ja, genau, diese ausgeprägte Feedback-Kultur, die hat uns wirklich, also wir haben an dieser gut gefüllten Reise wirklich bis spät abends auch diskutiert über bestimmte Themen und deshalb seht ihr die auch auf beiden Seiten, denn wir haben ganz unterschiedliche Interviews, Gespräche auch geführt. Auf der einen Seite eben mit der Kollegin am King's College, die wirklich diese ausgeprägte Feedback-Kultur auf den Unterschied ganz stark als Students as Partners identifiziert hat und gesagt hat, wir können daran wachsen. Sowohl die Dozierenden als auch die Studierenden können nur profitieren, denn Feedback ist Hilfe zur Selbsthilfe. Nur mit Feedback kann ich erkennen, was ich besser machen kann. Und auf der anderen Seite gab es dann aber auch einen Kollegen, mit dem ich nochmal ein Interview geführt habe, der auch in einer sehr verantwortlichen Position war, an einer Universität, der gesagt hat, diese studentische Feedback-Kultur, die führt dazu, dass wir auch Marionetten der Lehrenden werden. Denn dadurch, dass die Studierenden wirklich die Möglichkeit haben, eigentlich bei jedem Seminar, also nach jeder Seminareinheit auch zu bewerten und zu sagen, das ist zu viel für mich, ich kann das gerade nicht schaffen, müssen wir Abstriche machen, weil wir ihnen entgegenkommen müssen und letztendlich müssen wir dann aber auch die Frage stellen, ist die Qualität dann auch noch gegeben? Also können wir auch Qualitätsvergleiche über unterschiedliche Kohorten hinwegziehen oder ist eine Kohorte dann vielleicht die schwache Kohorte, weil alle sagen, sie sind so stark belastet und ich muss darauf eingehen? Und möchte ich das tatsächlich? Ja, möchte ich nicht den Anspruch haben, über alle Studierendenkohorten hinweg
eine gleiche Qualität aufrechtzuerhalten. Da sagt er aber, das studentische Feedback ist ein wesentliches Kriterium dafür, dass diese vergleichbare Qualität nicht aufrechterhalten werden kann, weil es einfach zu stark gewichtet wird. Auch das natürlich eine sehr interessante Perspektive, die dann eben auch diesen Customer-Charakter nochmal sehr, sehr stark betont. Genau, kulturelle Vielfalt durften wir kennenlernen, ebenfalls als sehr zweischneidiges Schwert, denn der Brexit hat beispielsweise dazu geführt, dass Studierende aus der EU sich weitgehend eigentlich nicht mehr für ein Studium in London oder in UK entscheiden, weil es schlichtweg zu teuer ist und weil es interessante andere Alternativen gibt, also Barcelona, ne, oder andere Hotspots, die eben für junge Menschen total interessant sind und die gute Universitäten anbieten. Und stattdessen sind jetzt tatsächlich Studierende aus Asien eigentlich die zentralen Ansprechpersonen, die eben nach London kommen. Und da erleben die Lehrenden eben auch eigentlich einen sehr starken kulturellen Wandel. Das wurde uns immer wieder beschrieben, dass Students as Partners mit Studierenden aus der EU sehr viel einfacher früher war, weil die Mentalität sehr ähnlich war und weil die Schulsysteme darauf angelegt waren, eigenständiges und kritisches Denken zu intensivieren. Dass jetzt aber Studierende, die aus Asien kommen, sehr oft aus Schulsystemen kommen, wo es tatsächlich Gehorsam, also wo Gehorsam, auswendig lernen, wenig eigenständiges Denken gefragt ist. Und dass dieser Anspruch, gerade in den Sozial- und Geisteswissenschaften zu diskutieren, miteinander in den Diskurs zu treten, es sehr, sehr schwierig macht, dann natürlich auch Students as Partners so zu leben, wie man es bisher gelebt hat, weil die Studierenden die Mentalität gar nicht haben. Das heißt, auch dieses Students as Partners System muss quasi oder geht sehr stark einher mit den Kulturen, mit denen ich es zu tun habe. Und das war für mich auch nochmal so ein ganz wichtiger Aha-Effekt, dass ich selbstverständlich immer gucken muss, wie sind meine Kohorten zusammengesetzt, mit wem habe ich es gerade zu tun. Es sind zum Teil auch sehr viel jüngere Studierende, die jetzt eben an die britischen Universitäten kommen, Studierende, die zum ersten Mal alleine leben, die große Probleme haben, sich selbst zu organisieren. Nicht zuletzt sind alle Campusse, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie die Mehrzahl heißt, also sind die verschiedenen Campi, Campusse, korrigiert mich gerne, auch wirklich kleine Dörfer in sich, die den Studierenden unterschiedliche Restaurants, Serviceeinheiten bieten, Supermärkte, damit die Studierenden nicht verloren gehen und auch das Gefühl haben, in diese Welt des Alleinlebens hineingehen. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, ist das gut? Also ist dieses Customer-Prinzip das Prinzip, das man fahren sollte? Das wurde auch sehr stark mit uns diskutiert. Oder nimmt man den Studierenden da nicht so viel ab und macht sie oder befähigt sie nicht auch selbst zu wachsen? Ne? Also es gibt eigentlich kein Scheitern. Man blendet jegliches Scheitern, auch soziales Scheitern aus, um ihnen eben das Studierendenleben so angenehm wie möglich zu machen. Genau, ich gucke noch mal in die Runde. Genau, Karriereförderung haben wir schon gesagt. Was vielleicht auch sehr interessant ist und was vielleicht ja auch mal für uns ein Diskussionspunkt sein könnte, ist zum Beispiel, dass viele britische Universitäten mittlerweile paritätische Besetzungen zum Beispiel bei der Reakkreditierung von Studiengängen haben. Also Studierende da auch ganz selbstverständlich paritätisch mit einbezogen werden. Also auch nicht als nice to have oder add-on. Wir haben hier drei Studierende, sondern ganz klassisch eben, dass diese Evaluationsgruppen eben dann auch gleichberechtigt Mitspracherechte haben und unterschiedliche Aufgaben verfolgen. Das heißt, das wurde in der Regel so geschildert, dass die Studierenden dann eben auch die Meinung von Studierenden einholen, die eigene Evaluationskriterien erarbeiten und man das dann eben auch zusammenträgt in diesen Evaluationsgruppen oder Gremien. Auch das finde ich sehr, sehr spannend. Da glaube ich eben auch, dass wir da an den deutschen Hochschulen durchaus noch Potenzial hätten und Luft hätten nach oben. Das betrifft aber zum Beispiel ja auch die Curriculumsentwicklung. Genau, und was vielleicht auch für uns nochmal als letzter Punkt sehr erhellend war,
war, dass es gerade bei der partizipativen Ausgestaltung von Lehr-Lernräumen hochinnovative Projekte gibt, die man eben mit Students as Partners umsetzt. Also man will die Hochschulen tatsächlich als Orte für Studierende gestalten. Man will ihnen die Räume geben, die sie brauchen, auch mit der Anspruchshaltung, die sie haben. Das führt von Rückzugsräumen für Studierende, die Ruheräume, also wirklich absolute Ruheräume und Entspannungsräume über Socializing-Räume, wo man sich treffen kann, bis hin dann natürlich zur Neuausgestaltung von Hörsälen, die eben mehr Interaktivität oder mehr Partizipation ermöglichen, die aber auch weggehen von dem klassischen Vorlesungssaal hin zu ja, kleinen Inseln für Studierende, wo man sich auch zurückziehen kann, wo man sich wirklich auch entspannt hinsetzen kann, wo man auch das Gefühl hat, man hat durchaus auch ein bisschen Luft zwischen sich und dem nächsten Studierenden. Die werden gemeinsam gestaltet. Dazu gibt es Ideenwettbewerbe oder dann eben diese Lehrprojekte, wo man die eben auch durchführt. Das heißt, das erschöpft sich eben nicht in der Befragung von Studierenden, was hättet ihr gerne, sondern es geht eben wirklich sehr stark um die Umsetzungsaspekte, ne? Und das ist, glaube ich, auch was, was wir für uns, unsere Hochschulen sehr, sehr gut mitnehmen können. Die grundsätzlichen Diskussionsansätze, die sich für uns ergeben haben, und da sind wir auch sehr gespannt auf eure Meinung. Wir hatten schon das Gefühl, dass dieses hochkompetitive System, das ohne Zweifel in UK vorherrscht, durchaus auch Innovationsbereitschaft befördert mit Blick auf die Einbeziehung von Studierenden. Das heißt also, es ist natürlich auch die extrinsische Motivation, dadurch, dass man eben im Wettbewerb steht und punkten muss und damit natürlich auch in irgendeiner Form das Überleben der Hochschule sichern muss, entstehen andere Anreize oder auch andere Innovationsbereitschaften, Fragezeichen. Da wäre ja auch die Frage, kann man sowas übertragen? Braucht es das? Will man das überhaupt haben im deutschen Hochschulsystem? Dann natürlich, wie können wir bessere Feedback-Kulturen an deutschen Hochschulen etablieren? Ich glaube, über kurz oder lang ist das eigentlich wirklich für mich mit das Thema der Zukunft, dass wir es wirklich schaffen, überhaupt mal Feedback-Kulturen an deutschen Hochschulen zu etablieren auf den unterschiedlichen Ebenen. Dann genau das, was Ronny eben auch schon mal stark gemacht hat, diese Freiheit der Lehre, die wir immer sehr hoch halten, als sehr hohes, aber eben auch zweischneidiges Gut. Was wollen wir denn eigentlich haben? Was brauchen wir? Maximale Lehrfreiheit? Oder wäre es schon gut, verbindliche Leitlinien zur Etablierung partizipativer Strukturen zum Beispiel in der Lehre zu haben? Also verbindliche hochschuldidaktische Zertifikate für Lehrende, damit man zumindest mal auf einen gemeinsamen Nenner kommt und damit sowas wie partizipative Lehre dann vielleicht auch etabliert ist und nicht mehr disziplingeleitet ist, ne? Überdenken alter Lehrformate, wo können wir denn vielleicht Diskursforen setzen an den Hochschulen, aber auch übergreifend. Dann auch die Frage, wir erleben es in den neueren empirischen Daten ja, dass die Studierenden sich sehr viel geringer mit ihren Hochschulen identifizieren in Deutschland, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Da haben wir uns die Frage gestellt, vielleicht liegt es ja auch an der mangelnden Berücksichtigung der Studierendenbedürfnisse bei der Lernraumentwicklung, sowohl der Präsenzräume als auch der digitalen Räume. Und eben tatsächlich die Frage Students as Partners und Students as Customers, das lässt sich, glaube ich, nicht trennen für UK. Und das sind sicherlich auch keine Leitmotive, dieser neoliberale Ansatz, den wir gerne übernehmen würden. Aber wie können wir denn den deutschen Ansatz mit einem eigenen Profil von Students as Partners weiterentwickeln, mit eigenen Schwerpunktsetzungen, die notwendig, aber auch wichtig sind? Das sind für uns auch die spannenden Fragen, denen wir uns unbedingt stellen wollen. Aus der Reisegruppe heraus sind jetzt schon viele Folgeprojekte entstanden, wo wir das weiter diskutieren. Aber das würden wir sehr, sehr gerne natürlich auch auf breiterer Ebene weiter bearbeiten und freuen uns über alle, die da mit uns diskutieren wollen.